Da lang, springen und in den Punkt. Keine Ahnung. Was geht ab und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA Online. Ich habe mal wieder den Schlumpi dabei. Hallöchen. Moin moin. Ja, wir sind hier in einer komischen, ich glaube spanischen Trollmap. Dürfte spanisch sein, meine ich. Ich bin sehr gespannt, was hier Sinn der Sache wird. Da ist einfach so eine Bremse auf dem Boden. Das war der Troll hier. Wo müssen wir denn jetzt lang? Ich glaube, ich habe herausfindet. Ja, das ist richtig. Haben wir gerade die andere angeguckt, die endet auch offen. Boah, aber da kriegst du ja epileptische Anfälle in den Röhren, ne? Die sind zwar irgendwie ganz geil, aber... Boah. So, ja gut, also so trollig fand ich es jetzt noch nicht. Nee. Es war ein Reifen, das kann doch nicht sein. Nee. Puff weg. Ja, Leute, so funktioniert dem. Das ist, glaube ich, echt irgendwie so ein Aimbot installiert für Reifen, ne? Ja, aber nur für deine. Wo geht's? Links, wo geht rechts. Lang? In welche Röhre? Oh Gott. Das versuche ich auch noch gerade rauszufinden. Langsamer. Okay, in dieser fällt man die ganze Zeit. Chuck. So. Haben wir, Leute, haben wir. Ja, Leute, ich hoffe, es geht euch gut, während ihr dieses Video hier schaut. Alter, wenn du mich nicht den Punkt holen lässt, ne? Geh weg. Aber, by the way, ein Reifen ist schon wieder kaputt. Das kann doch nicht sein, dass du instant immer einen Reifen triffst. Was ist mit dir? Ich habe keine Ahnung. So, erstmal Punkt holen hier. Erstmal Punkt holen. Oh, das Wieso war der Troll. Da ein Booster. Das war der Troll. Und man spawnt einfach falsch rum. Ich glaube, die Map ist gleich zu Ende. Ach du Scheiße. Die Map ist einfach gleich zu Ende. Ich habe noch einen Punkt und dann kommt Ziel. Ja, bei mir dasselbe. Allerdings habe ich mich gerade ein wenig verfahren. Nein, oh, ich hätte da lang gekonnt. Ich hätte da lang gekonnt, Leute. Ja, Leute, also so wie das hier aussieht, wird es definitiv eine zweite Map geben, weil du schon ein bisschen hier kacken. Schlumpi hat das Rennen als erster beendet. Ach du, lol. Und der fährt halt einfach wieder durch, ne? Einfach ohne irgendwas zu tun. Kannst einfach über die Straße weiterfahren. Ja, das ist der Sinn. Ich habe eben einfach dämlicherweise gerespawnt. Aber ich schaff's eh nicht mehr. Naja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Map Nummer 2. Bis gleich. So, Leute, und damit willkommen zurück zu Map Nummer 2. Spanische Trollmaps, wie wir gerade eben festgestellt haben. Nicht so das Wahre, würde ich mal behaupten. Also war jetzt irgendwie eher lame. Sorry dafür. Gibt halt manchmal Maps, die irgendwie nicht so geil sind. Ich hoffe, das hier wird besser. Ist tatsächlich eine Map mit sehr, sehr wenig Prozent. Mach's gut. Alter. Hardcore Wallride-mäßig und so. Könnte, Sieht allerdings noch nicht nach Wallride aus hier. Oh. Ja, könnte interessant werden. Warum wartest du? Hörst du auch gerade voll nach rechts? Nein! Schaff ich's noch? Oh, ich schaff's noch.
Oh Mann, ey. Das war knapp daneben, zum Glück. Ah, die Auffahrt ist angenehm. Alter, verwirrender Wallride, Digga. Mhm. Okay. Ich bin rausgeflogen. Es stand schon in der Beschreibung. Map kommt übrigens vom guten Baum. Er heißt einfach Baum. Er hat auch dazu geschrieben, es ist ein langer Wallride. Ein sehr, sehr langer Wallride. Okay. Boah, ich rutsche hier immer runter. Wie? Also ist das ein deutscher Map-Erbauer, oder? Ja, ist ein deutscher Map-Erbauer. Und der Wallride ist wirklich fucking... parasitäre Sackläuse, Alter. Alter, was ist das denn hier? Hat das auch mal ein Ende? Ja, also ich habe noch keins gesehen. Und es geht noch ein ganzes Stück so weiter, Digga. Oh nein, und der fängt einfach an zu rutschen. Und jetzt habe ich die Kurve vercheckt. Das Ding ist, dass es manchmal dieses Bergauf und Bergab ist schon... man kommt so aus dem Busch raus und es geht auf einmal bergauf. Und dann verpeile ich das und dann ist es irgendwie... Scheißen. Scheiben! Ich habe das Gefühl, das könnte eine 40-Minuten-Map werden. Und dann baut er immer diese Hügel da ein. Und plötzlich Eulen. Hey! Oh Mann, jetzt hab ich mich erschreckt. Kann doch nicht sein, warum knall ich denn immer gegen die erste Kante? Was genau machst du da eigentlich? Du stehst da die ganze Zeit rum und blinkst. Ja, ich dachte mir, ich stehe so ein bisschen am Spawn rum und chill. Stehst du hier immer noch rum? Nein, ich stehe da nicht mehr rum. Du verschwunden. Hä? Okay, ich muss respawnen. Ah, der hat's in sich, ey. Ja, schon. Auch wenn da keine Hindernisse oder sowas sind. Ja, aber diese, manchmal, dass man diese engen Stellen an den Bergen und sowas hat. Mhm. Und dann die Bergauf- und Bergabfahrten. Also nicht ohne. Muss man den Map-Erbauer lassen? Hat er schon ordentlich gemacht. Alter! Wieso rutscht der denn da so nach oben? Ich krieg diesen... Warst du schon bei dem Schwenk, wo du die Seite wechseln musst? Yep. Kurz davor das Bergauffahren krieg ich irgendwie nicht hin. Da scheint es gerade bei mir. Bislang noch nicht dazu weitergekommen irgendwie. Ich verkacke gerade die ganze Zeit an dem ersten Ding. Ja, Hoho, schon wieder. Kann doch nicht sein, dass ich immer gegen die erste Wand fahre, instant, ey. Oh, und dann will ich zu früh hochziehen, weißt? Nächster guter diese. Ah, heftiges Teil, ey. Ja, den finde ich echt nicht ohne. Wieso komme ich denn da nicht hoch, Dicker? Muss ich da so langsam werden? Ich versuch's gerade die ganze Zeit mit Speed. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Toll.
Sobald ich vom Gas runtergehe, fliege ich einfach aus dem Wallrad raus. So, ich habe es auch endlich mal durchgeschafft hier. So, ja. Ich bin überfordert mit dem Wallride. Ja, ich gerade so ein bisschen auch tatsächlich. Jetzt nicht schon wieder an diesem scheiß Berg rausfliegen. Wieso rutscht der denn da so extrem? Was ist denn da falsch mit dem? Junge! Das ist doch unmöglich. Bei dieser Steigung, ne? Bei der... Oder wo meinst du bei jetzt? Der kurz vor der Röhre, ja. Ja. Unglaublich, da kommt man nicht rein. Ja. Man kriegt diese Steigung nicht hin kurz vor der Röhre, weil der immer runterrutscht. Guck mal, hier ist schon so eine Steigung, die kriege ich immer richtig easy. Ich war in der Röhre drin und habe mich in der Röhre überdreht. Lolz. Also machbar ist es, aber echt haarig, Alter. Das wenn, dann schafft man es, glaube ich, gerade so ganz knapp. Okay, in der Röhre überdreht man halt instant. Und wenn man zu vorsichtig ist, fliegt man wie ich gerade einfach geradeaus durch. Okay, da wo du rausfliegst, fliege ich jetzt auch gar nicht mehr raus. Ja, ich eigentlich auch nicht mehr. What? Da ist eine Kante. Achtung, bei der Steigung mit der Röhre ist eine Kante. Okay. Was für eine Kante? Wo? Ziemlich weit unten an der Steigung ist so einfach eine Kante, wo du gegenprallst. So voll random einfach. Oh, haben wir nicht. Wo ist denn eigentlich der nächste Punkt? Haben wir uns das schon mal angeguckt? Da muss man... Ja, ich fahr gerade mal zu dieser Röhre und guck mal, wie es hier weitergeht. Da war ich noch gar nicht. Ich steig mal aus und guck mir das an hier. So, also wir fahren hier so da. Da irgendwie. Da lang, durch diese Röhre, dann hier, dann hoch, dann da lang, dann durch so eine Röhre, dann da durch den Looping und dann springt man... Ja, nach der Röhre geht's eigentlich klar. Und dann springt man in den Punkt. Really? Sobald man erstmal die Röhre hat, danach ist easy. Okay. Es würde auch ein bisschen cheatig funktionieren, tatsächlich, glaube ich. Okay, klär mich auf. Ach, hier an der Schräge einfach geradeaus weiterspringen oder was? Ja, das habe ich schon versucht, das geht nicht. Wenn man sehr hoch. Also, ich bin gerade ziemlich nah gekommen. Okay, das war zu weit hochgezogen. Ich versuch's noch einmal, dann versuchen wir weiter den Wallrad, Leute. Weißt du, und ich denke mir, wieso fliegt dieser Typ da die ganze Zeit einfach random raus? Dabei willst du einfach cheaten, ey. Naja, cheaten... Ja, okay, doch, das war ein Cheat-Versuch. Aber das andere war einfach erstmal erkunden, wie es weitergeht. Aber das kannst du jetzt nicht mal versuchen, das klappt nicht. Ja, ist, glaube ich, einfacher, den Wallrad zu machen. Ja. Dann ist hier einfach immer so ein Scheißberg, wo ich gegenbretter, ey. Aber ich glaube, ich komme hier wieder drauf. Ja.
Von dem Berg kommt man zum Glück wieder auf den Wallride. Lolz. Hast du es? So gut wie. So, wo geht's dann hin? Da lang, springen und in den Punkt. Keine Ahnung. Hätte der da nicht mal einen Notarzt rufen? Hätte der da nicht mal einen Zwischenpunkt machen können? Diese. Was ist mit dir los, Baum? Alter, ey, parasitäre Sackläuse. Ich war in so einer Safe Zone und hatte beim Neuanfang nicht genügend Speed und bin einfach vorbeigesprungen. Kann man denn vielleicht irgendwie in diese Safe Zone da reinspringen? Nee. Geht das? No way. Die ist über der anderen Röhre noch. Aber ich weiß jetzt, glaube ich, wie es bis dahin ungefähr geht. Also es könnte jetzt funktionieren, wenn ich halbwegs gut bin. Wenn ich gut bin. Siehst du, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er die Katze noch gekriegt. Und so weiter und so weiter. Ach man, Mann. Okay, haben wir. So schwer ist das Ganze eigentlich gar nicht, ne? Wir verkacken hier gerade irgendwie. Alter, ich sehe dich im Augenwinkel, bin abgelenkt und springe irgendwo. Digga, respawn einfach. In der Zeit, wo du versuchst, da vorne auf dem Wallride aufzufahren, bin ich, glaube ich, jetzt insgesamt 4-mal gespawnt und jeweils bis dahin gekommen, wo du gerade versuchst, drauf zu fahren. Na, ich bin da runtergeflogen. Deshalb dachte ich mir, fahre ich da jetzt einfach immer hin und fahre da wieder drauf. Allerdings ist es an der Stelle echt schwierig. Hinter dem Weinwurzschild, da geht's ganz gut. Alter, wieso springe ich denn jetzt die ganze Zeit runter? Meine Konzentration lädt nach. Okay. Diese Steigung nie. Kann doch nicht sein, ne? Tippeln. Mit Tippeln geht's. Ja, das tue ich ja die ganze Zeit. Er rutscht einfach trotzdem immer wieder runter. Du musst hardcore tippeln. Also wirklich, wirklich spammen das Tippeln. Einfach D-tippeln. Wie blöd. Ich bin wieder in der Safe Zone. Na super, jetzt bin ich drüber gefallen. What? Ah ne, ich hab den Punkt bekommen. Ich dachte, ich spring drunter. Aber ich hab ihn gerade so bekommen. Auch. Alter, ja, du musst bei dieser Röhre einfach die Steigung davor wirklich spam tippeln. Aber ganz, ganz vorsichtig. Also du musst wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Dann funktioniert's. Hui, Leute. Jetzt ist mir ja schon der Herr Popo ein wenig schwitzig geworden. Lag aber nicht dran, dass es so schwierig war. War natürlich richtig easy. Ist einfach nur scheiße warm hier. Schlumpi wird schon fast wieder doof, habe ich das Gefühl. Ich habe vorhin übrigens die Folge Rainbow geschnitten, wo du dich verabschiedest mit. Ja, Leute, wenn ihr das hier seht, wird die Folge Rainbow, die ich gerade angesprochen habe, quasi für euch gestern gekommen sein, sozusagen. Schaut mal rein, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Wird interessant werden. Ich sag nur Fuse OP, Alter. Das war eine geile Aufnahme. Und die Hitze steigt ins Zukunft. Ich bin am Ziel. Du bist am Ziel. Jo. Ja, fahr rein. Nach dem Wallride kommt nichts mehr. Ich hab keinen Bock mehr auf den
dieser Röhre hier. Lolz, ja Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, waren jetzt zwei Maps, also erste Map völlig lame, zweite Map, naja, ging. War jetzt ein bisschen tricky da, dieser Wallrat, aber so schwer eigentlich auch nicht. Wir haben uns nur dämlich angestellt bei dem Wetter. Muss ich ja ehrlich zugeben, man soll ja auch ehrlich sein. Von daher, ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat und ihr gerne mehr wollt, lasst ein Däumchen nach oben da. Schreibt gerne mal auch in die Kommentare, welche Maps ihr gerne sehen würdet. Oder falls ihr coole Maps für uns habt, einfach reinposten, über Instagram schreiben, wie auch immer. Schaut beim Schlumpi mal vorbei und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi.